Luzern, Notruf, guten Tag. Am Sonntag, den 2. August 2009 um 11.18 Uhr verständigt Hans G. den Polizeinotruf. Er hat seine Ex-Frau tot aufgefunden. Danke, ich schicke Ihnen einen Funkwagen und die Rettung vorbei. Vom Landeskriminalamt Wien werden Inspektor René Peter und seine Kollegen mit den Ermittlungen beauftragt. Also weibliche Leiche, circa 45, sie ist die Eigentümerin der Wohnung. Und sie liegt da drüben auf der Couch. Wie wir am Tatort eingetroffen sind, fanden wir auf einer großen Couch im Wohnzimmer die Leiche einer weiblichen Person vor. Diese war an Händen und Füßen gefesselt und auch geknebelt. Um den Hals befand sich ein Gürtel und dadurch war uns relativ schnell klar, dass hier ein Gewaltverbrechen passiert war. Bei der Toten handelt es sich um die 46-jährige Christa G. Die Kunsthändlerin war geschieden und lebte allein. Am Opfer konnten zwei verschiedene Verletzungskomplexe wahrgenommen werden. Zum einen waren Anzeichen einer stumpfen Gewalt gegen den Kopf festzustellen, was darauf hindeutet, dass hier Schläge gegen den Kopf der Frau geführt wurden. Und zum anderen fand sich am Hals eine Drosselfurche, die also auf eine weitere, ganz andere Art von Gewalteinwirkung hindeutete. Die Hauserhebung erbrachte nichts. Keiner hat etwas gesehen oder gehört. Die Tür wurde nicht aufgebrochen, die Alarmanlage war nicht scharf gestellt. Vermutlich hat das Opfer den Täter freiwillig in die Wohnung gelassen. Der Ex-Mann wird vor Ort befragt. Ihm ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Von ihm bekommen die Ermittler erste Informationen über die Lebensumstände des Opfers. Wissen Sie, hat sie eigentlich regelmäßig Besuch gehabt? Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eines klar, sie war äußerst vorsichtig und unangemeldet. Unangemeldet kam sicher niemand hier herein. Sogar ich musste mich vorher anmelden, wenn ich zu Besuch gekommen bin. Auf dem Couchtisch fanden wir zwei leere, benützte Weingläser. Das lässt darauf schließen, dass das Mordopfer Besuch hatte, zumindest von einer Person. Augenscheinlich für den Tatort war, dass offensichtlich kein Kampf stattgefunden hatte und dass dadurch auch keine Gegenstände, Einrichtungsgegenstände verschoben oder umgeworfen wurden. In der Wohnung des Opfers fiel uns auf, dass das Opfer selbst offensichtlich sehr viele hochpreisige Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen und auch teuren Schmuck aufbewahrte. Auffällig war, dass einige Schmuckschatullen geöffnet am Fußboden lagen, aber es befanden sich noch teilweise wirklich wertvolle Schmuckstücke im Kasten. Die ließ der Täter aber unberührt und wir hatten den Eindruck, dass der Täter nicht viel Zeit hatte, hastig agierte und den Tatort schnell verlassen wollte. Die Tatortgruppe untersucht die Wohnung von Christa G. Spuren und tatrelevante Gegenstände werden zur weiteren Untersuchung in das kriminaltechnische Labor geschickt. Für uns Ermittler war zuerst einzuordnen, handelt es sich hier um eine Beziehungstat oder um einen schlichten Raubüberfall, also Raubmord. Dadurch, dass wir aber in der Wohnung keinerlei Kampfspuren fanden und es für uns auch klar war, dass das Opfer den Täter gekannt haben musste, war uns relativ schnell bewusst, dass es sich hier wahrscheinlich um keinen reinen Raubmord gehandelt hat. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Opfer am 29. Juli die Pediküre aufsuchte, dann offensichtlich zurück in die Wohnung ging und die Wohnung nicht mehr verließ. Das konnten wir aus der Alarmanlage bzw. aus der Auswertung der Alarmanlage feststellen. Zuletzt hatte sie dann am 30. Juli abends telefonischen Kontakt mit ihrer Mutter. Unser Opfer hatte ein sehr
freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Mutter. Sie telefonierten regelmäßig, hatten einen innigen Kontakt und erzählten sich auch alles. Wie würden Sie denn die Christen? Die Mutter beschrieb uns ihre Tochter als lebenslustig, emanzipiert, finanziell unabhängig. Jedoch nach der Trennung ihrer letzten Beziehung lebte sie dann doch etwas zurückhaltender und zurückgezogener. Im kriminaltechnischen Labor werden die sichergestellten Beweisstücke aus der Opferwohnung untersucht. Verwertbare Spuren wurden sowohl am Fesselungswerkzeug, am Knebelungswerkzeug, am Trinkrand eines Weinglases und an den Schmuckschatullen, welche durchsucht und geöffnet wurden, vorgefunden. Der Ex-Mann kann für den möglichen Tatzeitraum ein Alibi vorweisen und wird als Täter ausgeschlossen. Er wird zum Freundeskreis von Christa G. befragt. Kennen Sie die zwei Männer da auf dem Foto? Also er ist im Stammlokal von der Christa tätig. Hans G. konnte die Männer identifizieren. Er kannte sie. Sie waren aus der Clique seiner Ex-Frau. Und zwar handelt es sich bei diesen Männern um den Thomas T., der in einem Fitnessstudio arbeitet, und Andreas S., der Geschäftsführer in ihrem Stammlokal ist. Andreas S. ist 37 Jahre alt. Der Geschäftsführer eines Nachtlokals ist geschieden und hat einen 8-jährigen Sohn. Christa zählte seit vielen Jahren zu seinen Stammgästen. Polizeidirektion Wien. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Okay. Ich nehme an, Sie kennen die Frau auf dem Foto. Ja, natürlich. Das ist die Christa. Andreas S. teilte uns mit bei der Befragung, dass er die Christa zuletzt vor 5 Tagen gesehen hat. Das war ein Samstag, den 25. Juli. Sie kam kurz nach 23 Uhr in das Lokal, blieb für ein paar Stunden und hat dieses dann wieder verlassen. Wissen Sie noch, wo Sie in der Nacht vom 30. auf 31. Juli waren? Wenn ich mich recht erinnere, dann war ich zu Hause, bei meinem Sohn. Gut, das war's eh schon fürs Erste. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Der zweite Mann auf der Fotografie ist Thomas T. Der 29-Jährige arbeitet als Trainer in einem exklusiven Fitnessstudio. Wann ist denn das Foto gemacht worden? Vor circa 2 Wochen. Was für Beziehung haben Sie zu ihr gehabt? War das eine freundschaftliche Beziehung oder was genau war das? Gut, freundschaftlich. Thomas T. behauptete bei seiner Befragung zuerst, dass es sich um eine rein freundschaftliche Beziehung gehandelt hat. Im Zuge der Vernehmung kamen wir dann drauf, dass es sehr wohl auch sexuellen Kontakt gegeben hat. Klassischer Urlaubsflirt, würde ich sagen. Aber danach nur mehr rein freundschaftlich. Und was für Typ Frau war sie? Thomas D. erzählte uns offen über die Freundschaft zu Christa. Christa war ein herzlicher, großzügiger Mensch und machte immer wieder teure Geschenke für ihre Freunde. Großzügig? Ja, schon. Wie meinen Sie das? Naja, ich sag einmal so, also, wenn sie jemanden gern gehabt hat, dann hat sie dem oder der auch hin und wieder Geschenke gemacht. Und Ihnen auch? Also Geschenke im eigentlichen Sinn nicht, aber wenn wir fort waren, gut essen waren, trinken in der Weinbar, hat sie schon immer wieder die Rechnung übernommen. Ja. Wissen Sie vielleicht von einer Beziehung vorher? Ich weiß, dass sie verheiratet war. Und es hat eine Beziehung gegeben mit einem Antiquitäten, ich glaube Antiquitätenhändler war das. Ja. Und der dürfte ein bisschen eifersüchtig gewesen sein. Warum? Thomas D. glaubt, dass der Ex-Freund eifersüchtig auf ihn und auf ihre Freunde war.
Er hat ihr regelmäßig SMS geschickt, er hat sie mit Anrufen bombardiert und das wollte Christa nicht, das ging ihr schon auf die Nerven. Die Schläge gegen den Kopf haben keine lebenswichtigen Organe verletzt. Hingegen fanden sich im Bereich des Halses massive Zeichen von Gewalteinwirkungen durch den Drosselakt. Und beim Tod durch Ersticken tritt erst etwa 3 bis 4 Minuten nach Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr eine Bewusstlosigkeit ein. Daher ist also das Ersticken beim Erdrosseln ein sehr qualvoller Tod. Bei den handschriftlichen Briefen, die in der Wohnung von Christa G. gefunden worden sind, handelt es sich fast ausschließlich um Liebesbekundungen von ihrem Ex-Freund. Nur interessant ist, dass einige der Briefe vor 3 Wochen bis 1,5 Monate geschrieben worden sind. Ja, aber die Beziehung ist doch schon seit einem Jahr beendet, oder? Ja, was wir wissen schon, ja. Viele Beziehungen werden aber derart fortgeführt, dass man sagt, wir wollen jetzt noch Freunde bleiben. Manchmal kommt es dann aber auch zu einer Vermischung zum früheren sexuellen Verhältnis, zur jetzt dominierenden Freundschaft. Sie lieben und sie hassen sich. Sie wollen sich trennen, aber es gelingt doch nicht ganz. Das ist im Übrigen eine gefährliche Dynamik, weil hier dieser ständige Wechsel ist zwischen Hoffen, Bangen, zwischen Abschließen und doch wieder Fortsetzen. Vor 11 Monaten hat sich der 50-jährige Dr. Jürgen K. von Christa getrennt. Seitdem lebt er abwechselnd in Moskau und Wien. Wir erfuhren, dass Dr. Jürgen K. oft verreist ist, dass er sich beruflich oft in Russland aufhält und die Nachbarin hat eine russische Telefonnummer, wo sie ihn im Notfall erreichen konnte. Ja, es wäre dringend. Während versucht wird, Dr. Jürgen K. ausfindig zu machen, überprüfen die Ermittler die Aussagen der beiden Freunde von Christa G. Andreas S. muss zu einer weiteren Befragung in die Kriminaldirektion kommen. Sie haben einer Kollegin gesagt, dass Sie das Opfer das letzte Mal am 25. Juli gesehen haben. Stimmt das? Ja, richtig. Bei mir in der Bar war das. Wir haben im Terminkalender vom Opfer einen Eindruck gefunden, wo ausgemacht war anscheinend, dass sie sich am 30. Juli treffen, an dem Tag, als sie ermordet worden ist. Ja, wir haben vorgehabt, dass wir uns am 30. eventuell treffen. Aber das ist nicht zustande gekommen. Und wo waren Sie am 30. nochmals? Mein Sohn war bei mir. Wir haben dann am Abend was gegessen, gemeinsam, und der hat dann auch bei mir geschlafen. Die Aussage eines Kindes, das scheint auf den ersten Blick kein wirklich gutes Alibi zu sein, denn die Aussage kann relativ leicht überprüft oder auch widerlegt werden. Aber andererseits würde sich ein Täter sicher nicht als Alibi ein Kind aussuchen oder sein Kind vorschieben, sondern er würde sich ein besseres Alibi auswählen. Der Geschäftsführer des Nachtlokals erzählt von seiner letzten Begegnung mit Christa. Andreas, es ist aufgefallen, dass sie einen Mann eingeladen hat oder einladen wollte, aber das wollte Christa offensichtlich nicht. Er beschrieb diesen Mann als gut aussehend, jung, südländischen Typs und er dachte sich noch, das handelt sich hier um einen Gigolo, der sich an ältere Frauen heranmacht. Andreas S. beobachtet, dass der unbekannte Mann Christa G. gefolgt ist. Die schlechte Bildqualität der Überwachungskamera lässt keine Identifizierung des jungen Mannes zu. Auf einem Weinglas wird ein verwertbarer Fingerabdruck gefunden, der eindeutig nicht vom Opfer stammt. Während eine DNA-Probe zur weiteren Analyse ins Labor geschickt wird, gelingt es den Ermittlern, Dr. Jürgen K. zu erreichen. Wir konnten dann mit Dr. Jürgen K. telefonisch in Verbindung treten.
teilten ihm auch mit, was passiert war. Er war offensichtlich erschüttert und willigte auch sofort ein, mit dem nächsten Flieger nach Wien zu kommen. Ja, so schnell wie möglich, bitte. Das besonders Auffällige war, dass hier der Kehlkopf ganz massive Zeichen von Gewalteinwirkung geboten hat, sodass man daraus schließen musste, dass der Drosselakt mit sehr viel Kraftaufwand und mit sehr viel Intensität geführt wurde. Und daraus konnte man schließen, dass hier ein vorsätzlicher beigeführtes Tötungsdelikt vorlag. Das Ermittlerteam überprüft die Verbindungsdaten von Christas Handy. Wir konnten fast alle Gespräche zuordnen, außer einer Wertkarten-Handynummer, die erst 5 Tage vorher auftauchte. Und diese unbekannte Wertkartennummer fiel zeitgleich mit dem Auftauchen dieses unbekannten Fremden zusammen. Sofort nach seiner Rückkehr aus Russland kommt Dr. Jürgen K. in das Landeskriminalamt Wien. Dr. Jürgen K. gab bei seiner Befragung an, dass sie sich beide einvernehmlich freundschaftlich getrennt hatten. Dr. Jürgen K., der sich sehr viel im Ausland aufhielt, hatte schon wieder eine neue Lebensgefährtin und war trotzdem aber mit der Christa nach wie vor freundschaftlich in Kontakt. Wir haben Briefe von Ihnen in der Wohnung gefunden. Einer ist vor 3 Wochen geschrieben worden, einer von ca. 1,5 Monat. Und aus dem Inhalt dieser Briefe geht eigentlich nicht hervor, dass die Beziehung für Sie schon beendet war. Das war eine ganz besondere Beziehung. Sie hat ihm sehr viel bedeutet. Er beschrieb die Beziehung als leidenschaftlich, als intensiv. Sie haben sich sehr gut verstanden, aber da er beruflich sehr viel unterwegs war, hielt die Beziehung trotzdem nicht. Das heißt, sie haben sich vermutlich auseinandergelebt. Hat sie Ihnen von einer neuen Beziehung erzählt? Ich habe sie vor ein paar Wochen angerufen. Die Christa G. erzählte dem Dr. Jürgen K., dass sie in der Musikbranche tätig sei, dass sie Lieder texten würde, und das stimmte aber alles nicht. Warum die Christa G. dies so erzählt hat, weiß natürlich nur sie selbst. Wir nehmen aber an, dass sie dem Dr. Jürgen K. somit zeigen wollte, dass sie ohne ihn genauso gut zurechtkommen kann. Wir haben diese 2 Schmuckschatullen im Haus gefunden. Sie sind am Boden gelegen und waren ausgeräumt. Können Sie sich zufällig erinnern, was in den Schatullen war? In dieser waren, glaube ich, Ihre Uhren aufbewahrt. Diese Schatulle kenne ich sehr gut. Da war eine Halskette drinnen mit 2 Weißgoldanhängern. Zwei ineinander verschlungene, tropfenförmige. Die hatte sie von mir weggenommen. Nachdem sich die Mutter an das letzte Telefonat mit ihrer Tochter am 29. Juli erinnert hat, kommt sie in das Landeskriminalamt Wien. Und was hat sie Ihnen da erzählt? Ja, sie hat mir erzählt, dass sie einen jungen Mann kennengelernt hat. Aufgrund der Informationen, die wir von der Mutter bekamen, war es natürlich sehr stark möglich, dass es sich hierbei um jenen Mann handelt, der auch mit Christa das Lokal verlassen hat bzw. mit ihr essen war. Der Daumenabdruck am Weinglas ergab einen Treffer, und von diesem Weinglas wurde vom Trinkrand DNA-Spuren gesichert. Und dieses DNA-Profil stimmte mit dem DNA-Profilen vom Gürtel, Knebelungswerkzeug überein. Der Daumenabdruck bringt einen Treffer in der Datenbank. Er gehört Amir P. Der gebürtige Algerier Amir P. ist 27 Jahre alt. Vor einem Jahr wurde er wegen Besitz eines gefälschten Reisepasses vorübergehend festgenommen und polizeilich registriert.
In einer Altbauwohnung im 16. Bezirk ist Amir P. gemeldet. Den Ermittlern wird die Tür von seinem Mitbewohner Ahmed F. geöffnet. Wir würden gerne den Amir sprechen. Ja? Mit wem? Ist der Amir zu Hause? Ah, Amir, nein. Er ist nicht zu dir. Dürfst du mal kurz reinkommen? Ja, bitteschön. Wann haben Sie den Namen das letzte Mal gesehen? Amir P. hat seine Sachen geholt und hat seinem Mitbewohner mitgeteilt, dass er eine Beschäftigung im Ausland habe. Und mein Passwort auch weg war. Ihr Passwort auch weg? Ja. Ahmed F. bemerkte, dass sein Reisepass aus seiner Wohnung fehlte. Und wir haben daraus gleich den Schluss gezogen, dass möglicherweise unser Verdächtiger mit dessen Pass versucht, das Land zu verlassen. Wissen Sie vielleicht, wohin er ins Ausland wollte? Keine Ahnung. Er hat nicht mehr gesagt. Daraufhin haben wir auf beiden Namen quasi eine Fahndung eingeleitet. Sowohl auf diesen Namen Amir, der uns ja schon bekannt war, als auch natürlich auf diesen Reisepass, mit dem der Amir unterwegs war. Von der Busstation in Erdberg bekamen wir dann die Meldung, dass mit dem Pass des Ahmed ein Ticket nach Genf gekauft wurde. Wir haben sofort einen internationalen Haftbefehl erwirkt, aber unsere Hoffnung war eher gering, dass wir ihn noch in Österreich festnehmen können. Die Ermittlungen ergeben, dass Amir P. auf einem Flirtportal registriert ist. Er stand mit mehreren Frauen in Kontakt, die im Landeskriminalamt befragt werden. Irgendwann dann wollte er Geld haben. Haben Sie mir das gegeben? Ja, beim ersten Mal schon. Er war offensichtlich ein attraktiver, ein gut aussehender, ein starker junger Mann, der auch sehr charmant war. In der Psychologie bezeichnen wir dieses Bild als den Charme des Psychopathen, der andere Menschen betört. Das müssen nicht nur Frauen sein, aber die natürlich gerade in erster Linie. Und bei dem im Prinzip zwei Motive dahinter stehen. Auf der einen Seite will er das einzige Kapital, das er wirklich hat, das ist sein Körper, das ist sein Charme, das ist sein Auftreten, einsetzen. Er will also Sexualität leben. Auf der anderen Seite möchte er natürlich finanziellen Gewinn. Und aus beiden Motiven heraus braucht er natürlich mehrere Partnerinnen. Schau, das sind die Auswertungen von dem Wertkartenhandy. Die Telefonnummer von Amir P. im Flirtportal ist mit der des Wertkartenhandys, von dem Christa angerufen wurde, ident. Jetzt ist es den Ermittlern möglich, seine Telefongespräche zuzuordnen. Bei der Auswertung des Wertkartenhandys kamen wir drauf, dass hier öfters mit einer österreichischen Nummer Kontakt gehalten wurde. Und diese Nummer gehörte einer jungen, 22-jährigen Studentin. Es handelte sich dabei um eine Daniela H. aus Wien. Rufnummernauswertung vom Herrn Amir hat uns zeigt, dass sie ihre Nummer sehr häufig angerufen hat. Daniela H. gab bei ihrer Befragung dann zu, dass sie mit Amir P. befreundet war und auch eine sexuelle Beziehung hatte. Wir sind auch immer wieder mal zusammen, dann wieder getrennt. Das ist sehr kompliziert leider. Sie gab aber an, dass sie diese Beziehung von sich aus beendet hat, da sie draufgekommen ist, dass sich Amir P. während ihrer Beziehung auch mit anderen Frauen ständig getroffen hat. Wann haben Sie denn das letzte Mal gesehen? Wann war das? Das war, glaube ich, am 30. Juli. Der 30. Juli? Ja. Wo waren Sie da? In Wien, in einem Café. Also, er hat mich ganz oft angerufen. Ich habe gedacht, okay, es ist irgendein Notfall. Amir B. hatte sich mit ihr am 30. Juli getroffen. Er wollte sich von ihr verabschieden, er wollte ins Ausland. Was ihr auffiel, war, dass er sich anders verhielt als sonst. Er war nervös und er trug neue Kleidung und auch eine andere, eine neue Uhr. Ich wollte es nur sagen, bevor ich dann gehe. Also, Entschuldigung, aber... Ganz kurz. Na gut.
Hallo? Sie wusste zwar nicht, mit wem er tatsächlich telefoniert hat. Aufgrund des Gespräches hat sie aber vermutet, dass es sich wahrscheinlich wieder um eine andere Frau handeln könnte. Ich weiß nicht, ob es mein Geschäftspartner war oder eine Frau. Es ist sehr eigenartig, das ganze Treffen. Und bei der Auswertung der Telefondaten von Christa G. kamen wir darauf, dass es tatsächlich um diese Zeit, um 19:30 Uhr, ein Gespräch mit der Nummer des Amir B. gegeben hat. Bei der Befragung ergab sich weiter, dass Daniela H. auch den richtigen Namen des Amir B. kannte und dieser lautete Jamil N. Sie wusste das, hatte ihn aber immer wieder nur unter Amir angesprochen. Haben Sie nach dem 30. eigentlich auch noch mal Kontakt zu ihm gehabt? Ja. Ja, und wann? Vor ein paar Stunden. Vor ein paar Stunden? Ja. Haben Sie Ihr Handy da? Ja. Geben Sie mir das mal bitte. Aufgrund dieser Informationen konnten wir schlussendlich die aktuelle Telefonnummer, es handelte sich um eine Schweizer Nummer, eruieren. Damit war bestätigt, dass sich Jamil N. tatsächlich in der Schweiz aufhielt. Diese Informationen wurden dann der Zielfahndung des Bundeskriminalamtes weitergeleitet und diese übernahm die weiteren Fahndungstätigkeiten und nahmen auch mit den Schweizer Kollegen schlussendlich Kontakt auf. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Kriminalpolizei werden die Einlogdaten von Jamil N.'s Handy überprüft. Sie zeigen, dass sich der Verdächtige in der Altstadt von Genf aufhält. Nachdem Jamil N. nach Österreich überstellt wurde, wurde er von uns gegen 2 Uhr nachts in das Landeskriminal gebracht und wurde hier das erste Mal einvernommen. Guten Tag. Hallo. Kennen Sie diese Frau? Ja, natürlich. Das ist Christa. Ich habe mich ein paar Mal mit ihr getroffen. Die sind in der Nacht vom 30. auf dem 31. Juli ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Und wir wissen, dass sie in dieser Nacht bei ihr waren. Ja, ich war bei ihr. Wir haben getrunken, Spaß gehabt. Jamil N. gab bei seiner Einvernahme an, dass er eine Beziehung hatte mit dem Opfer, mit der Christa G., dass es auch sexuellen Kontakt gab, dass er an diesem Tag auch in ihrer Wohnung war, dass sie dort gemeinsam gegessen, etwas getrunken haben, sich unterhalten haben und dass er aber mit dem Mord selbst nichts zu tun habe. Er gab an, dass er, als er die Wohnung verlassen hat, die Christa G. noch am Leben war. Wie sie gegangen sind, war sie noch am Leben? Ja, sie war noch am Leben. Hier, für dich. Danke. Cheers. Cheers. Danke. Willst du ein bisschen Spaß haben? Mhm. Ja? Ich habe eine Überraschung für dich. Willst du wissen, was? Ja. Komm her.
Ich komme gleich. Ja? Warum hätte ich sie töten sollen? Sie war eine wunderschöne Frau. Sie war auch eine wohlhabende Frau. Und das haben sie gewusst. Das haben sie ausgenutzt. Und war es nicht so, dass sie mit der Absicht zu ihr gegangen sind, um sie von ihr was zu holen? Nein, wie ich gesagt habe. Ich war dort, wir haben Spaß gehabt und dann bin ich gegangen. Amir P. bestritt sowohl den Vorwurf, sie getötet zu haben, er bestritt aber auch eine Raubabsicht, dass er eben zu ihr gegangen wäre, um sie zu berauben. Auch das hat er bestritten. Das ist der Gürtel, den wir in der Wohnung des Mordopfers gefunden haben. Mit diesem Gürtel ist sie erdrosselt worden. Gehört er Ihnen? Ja, das ist mein Gürtel. Aber schauen Sie, der Stift fehlt. Und Christa war sehr großzügig. Sie wollte das für mich reparieren lassen oder mir einen neuen kaufen, hat sie gesagt. Sie waren ungefähr gegen 21 Uhr bei ihr. Wein getrunken, Spaß gehabt. Sie haben ihre Hände und Füße gefesselt, haben ihren Gürtel genommen. Was ist dann passiert? Ich war bei ihr, ja. Wir haben geredet, getrunken, wir haben Spaß gehabt. Aber ich habe sie nicht getötet, ja. Als ich gegangen bin, hat Christa gelebt. Ich habe sie nicht getötet, ja. Verstehst du das? Wir kamen mit dem Verhör nicht voran. Er wiederholte seine Aussage, er leugnete, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Als die Ermittler das Verhör fortsetzen wollen, sagt Jamil N. nichts mehr. Auf Anraten seines Anwalts verweigert er jede weitere Aussage. Ich habe schon alles gesagt. Ich sage nichts. Ich habe nichts mehr zu sagen. Sie waren sowas um 9 dort und Sie haben gemeint, dass Sie so um 3:30 wieder gegangen sind. Das sind über 6 Stunden. Und Sie haben Wein getrunken und Sie haben Spaß gehabt. Und was sonst noch? Von mir kommt kein Wort. Haben Sie sie an den Füßen und an den Händen gefesselt? Und haben dann den Gürtel genommen, um ihren Hals gelegt und sie erdrosselt? Und dann haben sie es knebelt, damit niemand ihre Schreie hört. Das war doch genauso. Die DNA-Analyse hatte bestätigt, dass Jamil N. am Tatort anwesend war. Aber das genügte noch nicht, um ihm den Mord nachzuweisen. Ich brauche die Datei mit den Einlog-Daten von Jamil N. Ja, danke. In mindestens einem Punkt hatte Jamil N. gelogen. Er hatte ausgesagt, die Wohnung um 3.30 Uhr verlassen zu haben. Das konnten wir ihm aber widerlegen anhand seines Wertkartenhandys. Das Handy von Jamil N. war noch bis 4.56 Uhr im Sendebereich des Tatortes eingeloggt. Damit konfrontiert gab Jamil N. an, dass er um diese Zeit noch auf einer Parkbank in der näheren Umgebung gesessen sei und über sein Leben nachgedacht hat. Aufgrund der Auswertung der Einlogdaten des Telefones von Jamil N. kamen wir auf eine unbekannte Nummer im 20. Bezirk. Und diese Nummer hat er um 5 Uhr früh kontaktiert. Diese Rufnummer wird dem in Österreich lebenden Tunesier Said F. zugeordnet. Der Jamil hat Sie laut unseren Aufzeichnungen um 5 Uhr in der Früh angerufen. Was wollte er denn von Ihnen? Er wollte bei mir vorbeikommen. Said F. gab zu, dass er den Jamil N.
kennt, dass sie sich auch getroffen haben und dass der Jamil auch bei ihm in der Früh in die Wohnung kam. Er war betrunken und hat gefragt, ob kann bei mir ein paar Tage bleiben. Wir bekamen dann eine für uns entscheidende Information, dass nämlich der Jamil N. mit einer Tasche voller Schmuckschatullen gekommen ist und dem Said F. aus dieser Tasche heraus eine Kette, ein Schmuckstück angeboten hat. Ja, Mann, von wo hast du das? Ich habe gestern einen abgeschleppt. Wo bekommst du das? Aber hier zu Hause. Wirklich? Ja, sie braucht das alles nicht mehr. Welches willst du haben? Das Mann. Ey, du kannst deine Miete damit bezahlen. Das will ich nicht. Komm, du willst das nicht? Jeder will das, Said. Die Ermittler erhoffen sich, von Said F. den Beweis zu bekommen, dass es sich um den gestohlenen Schmuck von Christa G. handelt. Könnten Sie die Kette denn aufzeichnen? Okay. Er konnte eines der Schmuckstücke aufzeichnen. Es war die gestohlene Kette mit dem Anhänger. Kommt Ihnen das bekannt vor? Jamil N. wurde von uns natürlich mit all diesen Informationen konfrontiert. Er verweigerte jegliche Aussage. Aber aufgrund der Beweiskette und der Indizienkette, die sich geschlossen hatte für uns, konnten wir rekonstruieren, wie es tatsächlich zu diesem Mord gekommen war. Wir wissen, dass Sie sich am 25. Juli kennengelernt haben in der Bar. Sie haben mit ihr was gemeinsam getrunken und sind dann mit ihr aus der Bar raus. Zwei Tage in der Nacht waren Sie mit ihr Abendessen. Und dann drei Tage später, am 30. Juli, waren Sie bei ihr in der Wohnung. Der sexuellen Spiele hat sich dann möglicherweise diese Gelegenheit ergeben, dass der Täter das Opfer bittet, sich fesseln zu lassen. Das regt ihn sexuell an, das geilt ihn auf. Wenn es dann aber dazu kommt, ist das Opfer natürlich in eine tödliche Falle gelaufen, weil es vollkommen hilflos ist, weil es keine Chance mehr hat, zu flüchten, die Fesselung zu lösen. Und dann kann der Täter mehr oder minder in Ruhe sein Werk zu Ende führen, dass er sie dann auch noch geknebelt hat, spricht ebenfalls dafür, dass er ihr Schreien unterdrücken wollte. Und dann hat er sie im Prinzip eiskalt umgebracht mit großer Macht. Jamil N.
wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis zum Schluss legte Jamil N. kein Geständnis ab, er zeigte auch keine Reue. Schlussendlich war die Indizienkette so erdrückend, die DNA-Spuren, die wir am Tatort gefunden haben, die Zeugenaussagen, die Einlogdaten, all das führte dann schlussendlich zu einer Verurteilung bei Gericht. Mein Dienstag. Real Crime aus Österreich. Eine Zeugin am Telefon hört den Todesschrei. Dann war die Leitung aus. Mit echten Profis, den Tätern auf der Spur. Diesmal deutet alles auf eine Täterin hin. Fokus Mord am 17. April in ORF 1.